Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stranded Deep. Es wird wieder hell, ich habe mein Stämmchen noch bei mir und da vorne brennt das Feuer auf meiner Insel. Ich kann es sehen. Und ein Hai schubst mich an, gibt mir quasi einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Es sieht irgendwie cool aus, wenn man da so am Horizont in der Nacht das Feuer brennen sieht. Auf der eigenen Insel, das ist schon irgendwie cool. Schade, dass man es nicht von noch weiter weg sieht. Das wäre nämlich echt super, dann könnte man auch seine Insel viel leichter wiederfinden. Aber das Feuer hat gerade aufgehört zu brennen, sehe ich gerade. Da ist wohl das Holz ausgegangen. Naja, ich habe ja einen neuen Scheit. Passt also. Keine Sekunde zu spät. So. Paddeln wir mal ein bisschen nach links. Nö. So. Schön anlegen. Paddel weg. Stämmchen in die Hand. So, der war fertig, ne? Der war durch. Wie sieht's aus? Ja, rein damit. Jawohl. So. Und ein Stämmchen da rein. Das Stämmchen ins Inventar. Feuerzeug geschnappt. Anzünden. So, und das restliche Holz, das schaffe ich gleich mal nach oben, denn damit wollen wir ja dann die Wände weiterbauen. Denn der Turm ist immer noch nicht komplett mit Wänden verkleidet. Oben ist noch das Gerüst sozusagen, das Gerippe liegt oben noch frei in den oberen, ich glaube 3 Etagen sind es jetzt nur noch. Genau, schmeißen wir mal das Holz hier hin. Schön nebeneinander, dass es nicht irgendwie noch rausklitscht oder so. So. Und ein bisschen was kann ich ja schon in die Etage darüber schaffen. So. 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 Wunderbar. Das hier ist ein bisschen ungeordnet, aber das wird schon irgendwie gehen. Alles klar. Haben wir das auch erledigt und es ist wieder mal neblig. Warum auch nicht? Ich wollte ja gerade nur zur nächsten Insel fahren. Mann. Mann. Wieso? Gib mir die Krabbe. Schnell, bevor das Feuer ausgeht, gleich die nächste rein. Gleich die nächste Krabbe ins Feuer. Ab ins Lager. Ich sollte mal auch die Kühlschranktür zumachen irgendwie, ne? Ständig lasse ich hier die Kühlschranktür offen. Das geht doch nicht. Nachts ist doch kälter als draußen. Und wenn dann da die Kühlschranktür offen ist, dann wird es draußen kälter. So. Ein Krabs hängt am Feuer. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt warten? Es ist schon wieder... Ich muss schon wieder essen, ne? Das ist unglaublich. Ich habe mir doch gerade eine Krabbe reingedrückt. Wie oft muss ich denn hier essen, ey? Das ist echt ein bisschen... Aber die Kartoffelpflanze ist am Start. Gleich verdrücken. Nom 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 lalalalalala. Die kann ich noch nicht essen. Die sind noch nicht gut. Klong, aber die Krabbe ist gut. So. Hops, hops. Und du kommst mit ins Lager. Kann ich die eigentlich auch durchs Fenster reinschieben? Bestimmt, oder? Das geht bestimmt. Moment. Nee, das geht nicht. Oh, ist das schlecht. Das Fenster ist gar nicht wirklich da. Das ist nur ein Alpha-Kanal bestimmt. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir noch einen Bug gefunden? Also bei den Windowed Walls ist da wirklich ein Loch. Also den Hammer, den kann ich ja da durchstecken. Aber anscheinend bei den Türen ist da kein Loch, wo das Fenster ist. Auweia, auweia, auweia. Das ist nicht überzeugend. So. Trinken könnte ich mal was. So, und den Eimer benutzen wir erst dann zum Nachfüllen, wenn es wieder geregnet hat.
Denn so kann man mir nicht vorwerfen, ich würde cheaten. Denn wenn es geregnet hat, muss der Eimer wieder voll sein. Ja? Kling. So. Genau. So machen wir das. Oh, ich habe den Wolli umgerannt. Schade eigentlich. Meine Wolli-Skulptur. So. Wir können ja schon mal gucken, zu welcher Insel wir dann als nächstes fahren. Ich wäre ja entweder für diese Insel da. Die war, glaube ich, sehr nah dran. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch noch einiges an Palmwedeln gab. Oder diese da hinten. Bei der Titanic-Insel gab es, glaube ich, wirklich gar nichts mehr. Da gab es weder Palmwedel, noch Holz, noch Essen. Da gab es wirklich nichts mehr. Da waren selbst die vielen Wrecks, die waren da schon geplündert. Da war wirklich alles schon weg. Kling. Gib es mir. Flupp. Ach, schade. Kein Holz mehr. Egal. Dann lassen wir den rohen Krabs halt erstmal am Feuer hängen. Haben wir jetzt hier genug im Lager. Passt. Gut, ne? Dann wollen wir mal lospaddeln. Auf der Insel da hinten müsste eigentlich auch ein Palmwedel liegen. Müsste ich also auch relativ leicht zurückfinden. Ha, Moment, halt. Ich weiß aber, was da definitiv nicht mehr liegt. Oh, boah. Ich weiß, dass da keine Axt mehr liegt. Das heißt, wir nehmen jetzt mal eine Machete mit. Genau. Oder warte mal. Ich glaube, die ist schon ein bisschen angefressen. Ja, dann nehmen wir lieber die. Und nutzen die Sachen auch ordentlich ab. So. Los geht's. Denn mit einer Machete kann man ja auch Palmen platt machen, wie wir alle wissen. Wie alle aufmerksamen Zuschauer wissen sollten, kann man mit Macheten auch Palmen und Palmwedel platt machen. Dumm, die 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 dumm. Ja, wieder mal eine lange Paddelfahrt. Ich weiß nicht, irgendwie. Manchmal sehe ich so riesige Fischschwärme unter mir und denke mir so, hättest du jetzt mal einen Speer dabei? Ja? Und wie oft habe ich einen Speer dabei und es ist kein einziger Fisch unter mir zu sehen, wenn ich irgendwo hinpaddel. Es ist echt wie verhext. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel weiß, wenn du bestimmte Sachen machst und reagiert entsprechend in der negativsten Art und Weise. In der negativsten möglichen Art und Weise. Ja? Manchmal glaube ich, das Spiel verschwört sich so gegen einen. Ja, also das Spiel was gegen einen hat irgendwie. Dass das Spiel voraussehen kann, was man als nächstes machen will. Ja, zum Beispiel man sagt, ich möchte jetzt zur Insel fahren. Oder ich möchte irgendwie tauchen fahren. Was macht das Spiel? Nebel oder Regen. Ja? Das Spiel reagiert mit Nebel oder Regen in dem Moment. Und das kann doch nur eine Verschwörung sein. Ganz ehrlich, das kann doch nur eine Verschwörung sein. Wie oft hatte ich das jetzt schon gehabt? Und ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Hat das echt so lange gedauert mit dem Krabbenbraten? Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Ah, da ist die Insel schon in Sicht. Ist alles gut. Alles schick. Alles wunderschön. Ja, es wird echt schon wieder dunkel, ey. Das gibt's doch alles nicht. Das gibt's doch alles nicht. Echt. Echt. Ruder weiter. Nicht aufhören. Du bist noch nicht am Ziel. So, ich gehe mal schwer von aus, bei diesen Blubberstellen muss ich nicht tauchen, weil die habe ich bestimmt schon abgegrast.
Ein anderes Mal habe ich die bestimmt schon abgegrast. Ich bin ja hier bestimmt schon mehrfach gewesen. Das ist die Insel mit dem Lagerfeuer, ne? Wo ich das Lagerfeuer so sinnlos gebaut habe. Ja, genau, die ist das. Ich sehe es da schon. Okay, na gut. Das ist aber jetzt egal. Das ist mein Orientierungswedel. Dann schnappen wir uns mal die Machete. Die können wir uns hier gleich mal krallen. Oh ja, hier gibt es viele Palmenwedel. Ganz, ganz viele Wedel gibt es hier. Ich komme, um eure Wedel zu holen. So. Dann nehmen wir jetzt nämlich hier einen richtigen großen Schwung Wedel mit. Und dann haben wir erstmal keine Sorgen, was Wedel angeht. Oh, da gibt es so viele Wedel. Da noch einer, da noch einer, da noch einer. Massig Wedel gibt es hier. Hier gibt es so viele Wedel, dass man sich sogar einen vor die Palme wedeln könnte. Der war schlecht. Der war schlecht, ich gebe es ja zu. So. Die Kartoffeln können wir auch gleich missbrauchen. Ich hole mir die Wedel. Lalalala. Komm schon. Okay, da geht noch was. War hier nicht gerade noch einer? Da. Und irgendwo, also ich glaube, zwei müssten hier noch mindestens sein. Mindestens. Mindestens zwei. Mindestens zwei Wedel sind hier noch. Da ist nämlich noch einer. Wusste ich doch. Wusste ich doch. Wenn ich die Machete hier lasse, kann ich die sogar alle mitnehmen. Weil ich muss ja das Paddel auch noch in der Hand nehmen. Hier ist auch noch ein Wedel. Wahnsinn, wie viele Wedel hier sind. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. So. Einen Slot habe ich, also einen, nee, nicht einen Slot, aber einen Platz in einem Slot habe ich noch frei. Für einen weiteren Wedel. Und jetzt bin ich voll, genau. So, dann schmeißen wir mal die Machete weg. Ne, die schmeißen wir hier direkt an den Strand. So. Und dann geht's los. Paddel schnappen. Die Insel anpeilen. Bisschen hier so hinfahren, so. Die da. Und dann würde ich sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Bis zur nächsten Folge Stranded Deep. Bis dann, ciao, ciao.